So, zweite Veranstaltung heute. Beim ersten Mal hatte ich Ihnen versucht, einen kleinen Einblick zu geben, worum es bei Thema algorithmische Modellierung geht. Sie haben die Spezifikationssprache, nicht Programmiersprache, sondern Spezifikationssprache OPL gesehen. Sie haben auch gesehen, was der Unterschied ist, nämlich dass keine Anweisungen gegeben werden, was der Computer machen soll, sondern das Problem, das Sie lösen wollen, wird schlicht und einfach in Formalismen beschrieben. Das bedeutet, Sie haben, da wir hier Optimierungsprobleme haben, haben Sie in der Regel ein Optimierungsziel. Sie wollen irgendeinen mathematischen Ausdruck minimieren oder maximieren. Muss nicht unbedingt sein, ist aber im Allgemeinen so. Das O in OPL steht für Optimization. Was Sie aber auch haben, sind Nebenbedingungen, Randbedingungen, die von der Lösung einzuhalten sind. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Beispielsweise, ich möchte Sie noch mal erinnern an das Beispiel Timetabling, also Lehrveranstaltungen in beispielsweise in einer Universität. Jeder Lehrveranstaltung, jedem Termin einen Raum und einen Zeitslot zuzuweisen. Sind Randbedingungen natürlich dabei. Der Raum muss groß genug sein, damit die mutmaßliche Anzahl von Teilnehmern auf jeden Fall reinpasst. Lehrveranstaltungen, die laut Curriculum im selben Semester von denselben Studierenden zu belegen sind, sollten sich nicht zeitlich überlappen und so weiter und so fort. Das sind diese Nebenbedingungen. Und wir vertrauen dabei dann auf die Fähigkeiten eines Lösers, der diese Spezifikationssprache versteht, parst, umsetzt in ein mathematisches Modell intern und versucht, dieses mathematische Modell zu lösen. Man kann eine ganze Menge bei diesem Löser, also wenn man modelliert, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, ein und dieselbe Problemstellung zu modellieren, das werden wir dann auch noch sehen. Man kann dann eine ganze Menge herausholen. Man kann eine Problemstellung so modellieren, dass der Löser sehr schlecht damit zurechtkommt oder gar nicht damit zurechtkommt, sich totrechnet oder sehr geschickt modellieren, sodass der Löser sehr gut damit zurechtkommt. Das werden wir am Rande so ein bisschen ansprechen. Das ist eigentlich eher Erfahrungssache als wirklich Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Schwarze Magie, schwarze Kunst, nennen wir es vielleicht einfach Erfahrung. Also etwas, was man nicht so ohne weiteres in allgemeiner Form kommunizieren kann. So, jetzt gehen wir systematisch weiter mit einem, denke ich, recht hübschen Beispiel für die Expressivität von solchen einfachen Spezifikationssprachen wie etwa OPL. Natürlich steht OPL hier nur stellvertretend für eine ganze Reihe solcher Sprachen. Wir werden gegen Ende des Semesters, falls uns die zwei Feiertage, die es ja montags im Sommersemester gibt, falls die uns da nicht das kaputt machen zeitlich, werden wir gegen Ende des Semesters noch eine zweite, völlig anders geartete Spezifikationssprache sehen, die auf Prolog basiert und nicht so auf mathematische Algebra wie OPL. So, jetzt aber endlich. So, was ist die Problemstellung? Ich habe die erste Version dieser Vorlesung konzipiert, als kein Mensch eine Antwort wusste auf die Frage, was ist ein Navi? Da musste ich dementsprechend mehr Erklärungen machen, die heutzutage sicherlich nicht mehr notwendig sind. Kürzeste Wege, beziehungsweise schnellste Wege, kürzeste Wege nach Kilometern, schnellste Wege nach geschätzten Fahrzeiten ist Ihnen so präsent, dass ich da eigentlich nicht viel sagen kann. Sie sehen noch einen Aspekt, der darauf hindeutet, wann, vor allem wo ich die erste Version gemacht habe, nämlich als ich in den 90er Jahren an der Universität Konstanz war. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, dieses Beispiel geografisch zu verschieben. Ich denke, diesen Abstraktionsschritt kann ich Ihnen zumuten, das auf Rhein-Main-Gebiet zu übertragen. Worum geht es? Ein Straßennetzwerk besteht aus Knoten und eigentlich gerichteten Kanten, hier ungerichtet.
weil das alles Autobahnabschnitte sind und in der Regel sind Autobahnabschnitte haben in beiden Richtungen. Das heißt also, man kann entweder sagen, es sind zwei gerichtete Kanten in beide Richtungen, jeweils mit derselben Länge, oder man kann von den von der Orientiertheit abstrahieren. Das geht natürlich nicht mehr in einer Stadt wie Darmstadt, wo sie einen Haufen Einbahnstraßen haben, wo sie natürlich gerichtete Kanten haben müssen. Und wenn sie beispielsweise mit dem Fahrrad im Gebirge unterwegs sind und dafür schnellste Wege finden wollen, dann sollten sie auch den Kanten eine Orientierung geben, weil dieselbe Kante bergauf und bergab sind natürlich für eine Fahrradfahrt äußerst unterschiedliche geschätzte Zeiten. So, was ist alles jetzt ein Knoten? Naja, denken Sie vielleicht doch eher jetzt hier an die Innenstadt. Jede Kreuzung, jede Einmündung ist ein Knoten. Und jeder Abschnitt zwischen zwei Kreuzungen, Einmündungen ist eine Kante. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, so eine Sackgasse wie hier, Hochschulstraße, wo die Hochschulstraße endet, ist natürlich sinnvollerweise auch ein Knoten, damit die Hochschulstraße, die da am alten Hauptgebäude vorbeigeht, nicht in der Luft hängt, sondern wirklich zwei Knoten hat. So, Kantenlängen, Kilometer kann man angeben, oder das Navi gibt normalerweise Granularität 100 Meter an, nicht? Rechnet aber, glaube ich, intern durchaus mit noch feinerer Granularität. Oder geschätzte Fahrzeiten oder geschätzter Benzinverbrauch, was auch immer da opportun erscheint. Am Ende kommt das raus, was wir aus der GDI-2 kennen, ein kürzestes Wegeproblem. Und wir haben zwei Dinge. Wir haben einerseits ein Netzwerk mit den Kantenlängen, was im Wesentlichen stabil ist. Ja, natürlich ist es nicht ganz stabil. Es wird auch mal Baustellen geben, was natürlich die geschätzten Zeiten verändert. Vielleicht sind auch Rush Hours reinmodelliert, also dass es auch von der Uhrzeit der Fahrt abhängt, was die geschätzten Fahrzeiten sind. Aber so im Wesentlichen ist es stabil. Sie können eine Million Anfragen stellen oder eine Milliarde Anfrage hintereinander und in dieser Zeit hat sich das Netzwerk nicht verändert. Das heißt also, das Netzwerk ist etwas relativ Konstantes, was wir hier als konstant ansehen können. Was aber von Anfrage zu Anfrage sich ändert, ist die Anfrage selbst, also von wo nach wo, gegebenenfalls noch verknüpft mit einer Uhrzeit, wenn man Rush-Hour oder ähnliches mit in die geschätzten Fahrzeiten reinbringen will. So, also ein Straßennetzwerk und eine Query, eine Anfrage. Und wir wollen eine kürzeste, nach welchem Kriterium auch immer, eine kürzeste Verbindung haben vom Abfahrtsknoten, der in der Query spezifiziert ist, bis zum Ankunftsknoten, auch in der Query spezifiziert. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verewigen sollte, aber ich habe dieses Beispiel, dieses Karte rausgegriffen zu einer Zeit, als Urheberrechte noch kein Thema waren. Gehen wir aber so lieber weiter. So, also das hatte ich eben gesagt. In Städten ist die Situation sehr unterschiedlich. Denken Sie an Einbahnstraßen. Und ich mache das wieder so, dass ich jetzt zur OBL-Spezifikation gehe, dass alles, was auf den übersprungenen Folien steht, werde ich hier auch mündlich referieren, in eigenen Worten. Aber Sie können diese Folien, die ich übersprungen habe, natürlich dementsprechend nach Hause mitnehmen und das dann nochmal in Ruhe in den anderen Worten, die dort stehen, dann nochmal lesen. Und sollte es passieren, was ich nicht glaube, dass ich irgendetwas Wichtiges hier beim mündlichen Vortrag übersehen habe, dann ist es garantiert trotzdem in den Folien drin. So, was nochmal ein bisschen Erinnerung vom letzten Mal. Was so die grundlegenden Bestandteile einer OBL-Spezifikation sind, besteht erst einmal, wie in den Pascal-artigen Sprachen, von denen OBL sehr viel geerbt hat, besteht erstmal aus einem Deklarationsteil, den Sie auf dieser Folie sehen, mal ganz kurz voran, und einem Constraint, also einem, wo eigentlich die Zielfunktion
und die Nebenbedingungen formuliert werden. Also gehen wir noch mal lieber zu dem einfachen Deklarationsteil zurück. Hier werden die Inputs und die Outputs definiert. Alles, was ein var vorneweg hat, ist ein Output, ist vom Löser zu berechnen. Unter den Optimierungsziel und den Nebenbedingungen. Und alles, was kein var vorne hat, ist Input. Zwei Arten von Input. Einerseits eine Konstante, die wir in der Spezifikation festlegen. Andererseits hier gleich Punkt, Punkt, Punkt. Wir hatten es beim letzten Mal auch schon öfters. Werte, die in der einzulesenden Konfigurationsdatei vordefiniert sind und die dementsprechend eingelesen werden und die dementsprechend natürlich auch variiert werden können. Von Lauf zu Lauf kann hier eine andere Konfigurationsdatei dahinter stehen mit entsprechenden anderen Werten. So, float plus, nicht negative reelle Zahlen. Impossible length habe ich das genannt, diese Konstante, und habe die auf 100.000 gesetzt. Erscheint mir, wenn wir uns auf Europa beschränken, durchaus realistisch zu sagen, auch wenn wir die Granularität von 100 Metern haben, das war so der Gedanke dahinter, dass ich die 100.000 gewählt habe. Also 100.000, das 100.000-fache von 100 Metern, sprich 10.000 Kilometern, ist sicherlich innerhalb von ganz Europa eine unmögliche Länge, die es nicht gibt. Sie erinnern sich aus der GDE2, bei kürzesten Wegen hantiert man mit unendlich rum. Letztendlich ist das hier nichts anderes, nur dass ich es nicht unendlich nenne. Dann lesen wir als nicht negative ganze Zahl die Anzahl der Knoten im Netzwerk ein, im Graphen. Wir haben gerichteten Graphen. Dieses Range-Konstrukt haben wir beim letzten Mal auch schon kennengelernt. Diesen Bereich von 1 bis Anzahl der Knoten, dem geben wir eine Abkürzung. Aus Faulheitsgründen einfach groß N, the nodes, die Knoten, und wir lesen eine Distanzmatrix ein. Und zwar als eine Adjazenzmatrix. Für jedes Paar aus zwei Knoten wird ein Wert eingelesen, der die Distanz zwischen den beiden angibt. Und dieser Distanzwert ist nur dann ein normaler, vernünftiger Wert, wenn die beiden Knoten tatsächlich durch eine Kante verbunden sind, von da nach da. Ansonsten ist es der unmögliche Wert, Impossible Length. Das ist sozusagen eine Anforderung, die wir jetzt an den Inhalt der Konfigurationsdatei stellen, dass wenn es keine, wie in den meisten Fällen, wenn es keine Kante zwischen zwei Knoten gibt, keine direkte Verbindung, kein Straßenabschnitt, dann soll da 100.000 oder vielleicht sogar ein größerer Wert stehen. Sie wissen aus der GDE2, dass die Adjazenzmatrix nicht unbedingt die speichersparendste Möglichkeit ist, einen Graphen darzustellen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Wenn Sie keine Brücken und Tunnel hätten, ja, wenn Sie also wirklich einen planaren Graphen hätten als Straßennetz, wo es keine Überschneidungen gibt, sondern schön ausgebreitet, ohne dass sich da was kreuzt, dann ist die Anzahl der Kanten höchstens das Dreifache der Anzahl der Knoten. Das sage ich Ihnen jetzt einfach mal so. Das ist so. Das ist nicht die Lehrveranstaltung, in der ich Ihnen diese Tatsache beweise. Dafür gibt es andere Lehrveranstaltungen, effiziente Graphenalgorithmen, wo ich darauf nächstes Semester zu sprechen komme. Aber worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, ja, nächstes Semester werde ich darauf zu sprechen kommen. Letztes Semester habe ich es nicht geschafft. Ich wollte ja die effizienten Graphenalgorithmen nur völlig umbauen, und dann werde ich zu diesen Punkten auf jeden Fall kommen. So, warum ich hier aber auf diesen Punkt zu sprechen komme, dass die Anzahl der Kanten, also wenn man gerichtet nimmt, sechsmal die Anzahl der Knoten, weil sie ja Hin- und Rückrichtung jeweils haben. Warum ich deshalb darauf zu sprechen komme, nehmen wir an, Sie haben, ich weiß nicht, wie groß ein Straßennetz wirklich ist mit allen Kreuzungen und Einmündungen. Sagen wir mal, 10.000 ist sicherlich nicht zu hoch gegriffen. 10.000 Knoten. Dann haben Sie also maximal 60.000 Kanten. Aber diese Distanzmatrix hat 10.000 mal 10.000 Einträge.
wovon die meisten redundant sind, nämlich unendlich. Also es ist eigentlich Quatsch, das so zu modellieren. Man würde es eher mit Adjazenzlisten machen. Das kann man ja auch in OPL machen. Aber um Ihnen erstmal einen Einblick zu geben, machen wir es jetzt erst einmal mit dieser starren Distanzmatrix, wohl wissend, dass das jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. So, Sie lesen einen Abfahrtsknoten, Departure Node, ein und noch einen Destination Knoten, beide aus dem Bereich 1 bis Anzahl der Knoten, weil das die Indizes der Knoten sind. Also die Knoten sind hier nur indiziert. Kein Straßenname, nichts dabei, kein Kreuzungsname. Kreuzungen haben ja in der Regel auch keine Namen. Und wir hatten das schon das letzte Mal, haben jetzt ausgelassen, den Range Boolean selber eingeführt, ist nicht vorhanden in der Sprache, kann man aber jederzeit selber einführen. Einen Bereich Boolean mit den Werten 0 und 1, der sich, und das ist wichtig, der sich tatsächlich dann auch in OPL wie ein Datentyp Boolean verhält. Wir können die Vergleichsoperatoren, die und, oder und so weiter, die logischen Operatoren können wir anwenden. Auf int. So, und das ist das eine. Was ist die Semantik dieses ersten Outputs? Soll für jede Kante ausgeben, ob diese Kante benutzt wurde oder nicht. Benutzt wurde heißt Wert 1, nicht benutzt heißt Wert 0. Und um die ganze Sache noch ein bisschen abzukürzen und die Ausgabe da noch einfacher zu machen, wollen wir außerdem noch redundant die Information als float herausgeben, was eigentlich die Länge dieser Verbindung ist, die herausgekommen ist. Müsste nicht sein, dieses zweite. Die Gesamtlänge der Verbindung ließe sich natürlich auch aus diesem isUsed rekonstruieren. Aber das macht die Sache übersichtlicher, einfacher und den Output auch verständlicher, hoffentlich. So, mit diesen ganzen Deklarationen können wir uns jetzt an den eigentlichen Kern der Spezifikation wagen. Wir wollen minimieren. Was wollen wir minimieren? Natürlich die Gesamtlänge der Verbindung. Wobei nochmal zur Erinnerung, die Gesamtlänge muss nicht Entfernung, Kilometer sein, kann auch geschätzte Zeit dauern oder sonst was sein. So, das wollen wir minimieren, die Gesamtlänge der Verbindung. Alles, was hier drin ist, in diesen geschweiften Klammern, dient einfach der Spezifikation, dass das, was herauskommen soll, ein Pfad vom Start zum Zielknoten ist. Ja, wir müssen natürlich OPL hat kein Konzept von Pfad. Ja. Wir müssen OPL sagen, dass das, was hier minimiert werden soll, wessen Länge minimiert werden soll, dass das ein Pfad ist, der vom Start zum Ziel führt. So, Subject to hatten wir beim letzten Mal gesehen, heißt unter der Bedingung das. Minimiere die Gesamtlänge unter der Bedingung, dass diese ganzen Bedingungen erfüllt sind. Und die gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch. So, die erste Bedingung, totale Länge gleich das, verknüpft die beiden Outputs miteinander. Ja, ich habe mir jetzt hier die Freiheit genommen, die to Total Length auf die linke Seite zu setzen, sodass es aussieht wie eine Zuweisung, beispielsweise in Java oder C oder C++. Möchte Sie aber daran erinnern, das hatten wir beim letzten Mal gesehen, beziehungsweise ich habe Sie darauf gestoßen, indem ich das umgedreht habe. Es gibt keine Zuweisung, das hier ist eine Bedingung. Der eine Output, die Gesamtlänge, ist gleich diesem Ausdruck im anderen Output. Natürlich wird der Löser intern daraus sowas Ähnliches wie eine Zuweisung basteln, dass das Einfachere dann berechnet wird aus dem Komplizierteren, aber das braucht uns dann nicht mehr weiter zu interessieren, es muss auch nicht so sein. So, hier sehen Sie etwas, was wir schon mal so ähnlich beim letzten Mal gesehen haben. Gehen wir es nochmal durch, um das genau zu verstehen. Was ist die Länge des Pfades, der rauskommt? Erinnern wir uns, die Semantik von isUsed dieser Matrix soll sein, ist noch nicht, sondern soll sein, dass
eine 1 für eine Kante steht, die zu dem Pfad gehört, und eine 0 für eine Kante, die nicht zu diesem Pfad gehört. Das heißt, was hier stehen soll, ist just ij soll. Ja? Das müssen wir durch die weiteren Bedingungen noch erzwingen. Was hier stehen soll, ist entweder eine 0 oder 1, das ist schon klar, aber eine 1 genau dann, wenn eine Kante von i nach j, die Kante von i nach j zum Pfad gehört. So, was hier für ein festes i und j hier steht, ist also entweder 0, wenn die Kante nicht zum Pfad gehört, oder einmal die Distanz von i und j, wenn diese Kante zum Pfad gehört. Das heißt, wir summieren letztendlich die Längen der Kanten auf, bei denen es just 1 ist, das heißt die Längen der Kanten, die zu diesem Pfad gehören. Ein immer wiederkehrendes Muster, wie wir das Optimierungsziel formulieren können. Eben mit so einer 0,1-Auswahlvariablen, die sagt, was gehört dazu und was gehört nicht dazu. Und bei dem, was dazu gehört, multiplizieren wir den, dann steht hier eine 1, multiplizieren wir den Wert da drauf, den wir eigentlich aufsummieren wollen. Und wenn hier eine 0 steht, bringt es natürlich nichts, dass dieser Wert aufmultipliziert wird, weil 0 mal irgendwas ist 0. So, also hier sind die, mit der ersten Zeile sind die beiden Outputs miteinander einfach verknüpft. Wir haben noch nicht erzwungen, dass in isJust tatsächlich, dass das wirklich die charakteristische Matrix eines Pfades ist. So, hier setzen wir noch was rein. Wenn die Gesamtlänge größer gleich der unmöglichen Länge ist, also wir denken uns jetzt weiterhin das Szenario in Europa, wenn das größer gleich der unmöglichen Länge ist, dann heißt das, es ist als kürzester Pfad ein Pfad gefunden worden, der mindestens eine Kante enthält, die gar nicht existiert. Solange er in Europa, solange der kürzeste Pfad innerhalb von Europa kleiner als 100.000 Mal unsere Granularität von 100 Metern hat, solange ist das ein wirklicher Pfad mit wirklichen Pfadkantenlängen der einzelnen Kanten, mit echten Kanten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das Ergebnis 100, das 100.000-fache von 100 Metern oder sogar noch mehr ist, wissen wir, wenn der kürzeste Pfad eine solche Kante enthält, enthält jeder Pfad mindestens eine solche Kante. Das heißt, es gibt keinen echten Pfad. Ja? Denken Sie an den Fall, dass der Eurostar und die Fähre nach Großbritannien nicht in den Daten drin sind, dann würden Sie von Darmstadt nach London eben diese unmögliche Länge bekommen, weil die Daten eben diese Möglichkeit nicht enthalten. Ja, oder denken Sie an weltweit. Sie wollen von Darmstadt inklusive möglicher Autofähren nach New York City, aber soweit ich weiß, gibt es keine Autofähren über den Atlantik. Das heißt also, da würde dann auch unendlich rauskommen. Gut, das bedeutet aber ganz konkret, warum ist das drin? Das bedeutet ganz konkret, wenn diese Bedingung, dieses Kleiner, nicht drin wäre, dann würde auf jeden Fall ein Ergebnis rauskommen, auch wenn dieses Ergebnis Unfug ist. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen den Nutzer nicht verwirren mit einem Ergebnis, das Unfug ist, sondern wir fangen diesen Fall ab. Das heißt also, wenn es keinen Pfad gibt, dann sagt das System, der Löser tatsächlich, sorry, konnte keine Lösung finden. Das ist sicherlich die sinnvollere Ausgabe an den Nutzer. So, damit haben wir das geklärt. So, hier in diesen zwei Zeilen fangen wir erst einmal einen beliebten Fall ab, nämlich es kann ja durchaus mal vorkommen, dass Start und Ziel dasselbe sind, dann sollte der kürzeste, also das muss man sich überlegen, ob man diesen Fall als Fehlerfall vorneweg abfängt und dem Nutzer eine Fehlermeldung gibt, dass er eine falsche Eingabe gemacht hat, oder ob man diesen Fall erlaubt, dass Start und Ziel dasselbe sind. Aber wenn Start und Ziel dasselbe sind,
sollte natürlich der Pfad, der rauskommt, aus einem Knoten und null Kanten bestehen. Logisch. So, und wenn wir diesen Fall also nicht im Benutzerinterface abfangen, dann sollten wir ihn hier abfangen, denn hier steht für den Normalfall drin, eben für den Normalfall, da Start und Ziel was Unterschiedliches sind. Sie erinnern sich vom letzten Mal, wie in den Pascal-artigen Sprachen, ist ungleich ausgedrückt durch kleiner größer. So, also im Normalfall, wenn Start und Ziel unterschiedlich ist, soll, jetzt kommt ein interessantes neues Motiv, was aber auch immer wieder auftreten wird im Laufe dieser Lehrveranstaltung und auch in den Übungen. Was haben wir hier? Schauen Sie auf die erste Zeile. Worüber wird hier summiert? Gut, rein formal wird über die Knoten summiert. Okay. Worüber aber tatsächlich summiert wird, ist über die Kanten, deren Startknoten Departure ist und deren Zielknoten eben irgendein anderer Knoten ist. Das heißt, worüber hier summiert wird, ist die Is-Used-Werte aller Kanten, die aus Departure rausgehen. Und die Forderung ist, dass diese Summe gleich 1 ist. So, wir haben in dieser Summe, summieren wir 0,1-Werte auf. Gut. Was bedeutet es, dass eine Summe von 0,1 Werten insgesamt Gesamtwert 1 hat? Es bedeutet schlicht und einfach, dass einer dieser Werte in der Summierung, einer der Summanden ist 1 und alle anderen sind 0. Das heißt, genau das steht hier als Bedingungen. Genau einer dieser Is-Used-Werte von den Kanten, die aus Departure rauszeigen, genau einer von denen soll Is-Used ein Wert 1 haben und alle anderen sollen Is-Used-Wert 0 haben. Oder anschaulich gesagt, genau in dem Pfad, den wir hier durch die Nebenbedingungen zu konstruieren haben, ist genau eine Kante drin, die aus Departure rausgeht. Logisch. Und genau dasselbe bei Destination. Genau eine Kante nach Destination soll reingehen. Die beiden Bedingungen sind redundant zueinander. Zusammen mit den anderen Bedingungen könnte man eine dieser beiden rausschmeißen, weil es sich dann zwangsläufig von selbst ergibt. Aber ich möchte das hier drin lassen. So, diesen Punkt lassen wir nochmal kurz aus. Diese Bedingung hier. Gehen wir zu der Bedingung hier. Diese Bedingung. Sie haben das for all schon beim letzten Mal gesehen, der Alquantor für alle Knoten, i-Knoten, soll gelten. Was soll gelten? Dass die Summe der herausgehenden Kantenwerte is-used kleiner gleich 1 ist. Wir hatten hier eben den Fall gleich 1, jetzt haben wir den Fall kleiner gleich 1. Wir haben wieder eine Summation von Summanden, die 0 oder 1 sind. Und wenn da steht, dass diese Summation kleiner gleich 1 sein soll, völlig analog, heißt das, maximal einer dieser 0,1-Werte ist 1 und alle anderen sind 0. So, das heißt also, was hier steht, ist, für jeden Knoten soll maximal eine rausgehende Kante zum Pfad gehören. Was ja auch eine vernünftige Bedingung ist. Ja, damit grenzen wir schon mal, damit haben wir schon viele, viele Möglichkeiten, die Werte von IsUse zu wählen. Diese Matrixwerte haben wir schon viele, viele Möglichkeiten, die nicht unserem Ziel entsprechen, haben wir schon wieder rausgeschmissen. Natürlich steht hier kleiner gleich 1 und nicht gleich 1, denn wenn hier gleich 1 stünde, wäre erzwungen, dass der Pfad, den wir konstruieren wollen, über jede einzelnen Knoten genau einmal geht, was nicht unbedingt immer funktionieren kann. Okay, mit den Unendlichwerten geht es, aber wenn Sie von Darmstadt nach Frankfurt wollen und durch ein Gleicheins hier erzwingen, dass jeder einzelne Knoten in ganz Europa durchlaufen werden soll, dann kriegen Sie natürlich nicht so richtig die kürzeste Verbindung raus. Also ein kleiner Gleicheins. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Bedingung drin. Für alle Knoten, aber eben nicht für alle Knoten,
eben nicht für den Abfahrtsknoten und auch nicht für den Ankunftsknoten, sondern nur für die anderen. Also wenn I, der Laufindex des For-All, wenn das weder Anfangsknoten noch Endknoten ist, dann soll noch eine Bedingung gelten, nämlich, was steht hier? Mit dem, was wir bisher besprochen haben, sollte sich das für Sie sofort flüssig lesen lassen. Was hier steht, ist, die Anzahl der reingehenden Kanten des Pfades in diesen Knoten ist gleich die Anzahl der rausgehenden Kanten dieses Pfades. So viele Kanten wie reingehen, gehen auch raus und umgekehrt. Wir haben hier diese Anzahl auf 0 oder 1 beschränkt. Höchstens eine Kante geht raus und hier steht drin für jeden Zwischenknoten, entweder sind beides 0, keine Kante rein, keine Kante raus, oder es sind beides 1, eine Kante rein, eine Kante raus. Und genau das macht ja alles einen Pfad aus, nicht? Wir sind gerade dabei, Bedingungen, notwendige Bedingungen hier aufzusetzen, die so nach und nach alles rausschmeißen, was nicht ein Pfad ist, was nicht das ist, was wir als Lösung haben wollen. So, und hier ist etwas sehr Essentielles zusammen mit dieser Bedingung, nämlich für jeden Zwischenknoten rein gleich eine rein, eine raus oder null rein, null raus. So, jetzt haben wir diese Bedingung hier ausgelassen. Ist die notwendig oder ist die nicht notwendig? Frage an Sie. Gut, die Antwort auf diese Frage ist relativ leicht zu erraten. Wenn sie nicht notwendig wäre, wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass ich sie reingesetzt hätte. Also ist schon notwendig, aber warum ist sie notwendig? Bitte? Genau. Wir haben noch eine Möglichkeit hier drin. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen innerhalb von Europa, sagen wir, von Lissabon nach Moskau oder so, schön weit auseinander. Wenn wir diese Bedingung nicht drin hätten, was wäre das Ergebnis der kürzesten Wegeberechnung? Das Ergebnis wäre zunächst einmal, es geht ein Pfad aus Ihrem Startknoten in Lissabon raus, es geht eine Kante in Ihren Endknoten in Moskau rein. Das ist erzwungen durch diese beiden Bedingungen hier. Aber was nicht ausgeschlossen ist, ist, dass in Lissabon ein möglichst kurzer Zügel wieder in ihren Startknoten zurückgeht und ein möglichst kurzer und dieser Endknoten in Moskau, der die diese Endkante in Moskau die Endkante eines möglichst kleinen Zügels innerhalb von Moskau ist. Ja, auch diese Bedingungen, die letzten Bedingungen hier sind perfekt erfüllt, wenn in Lissabon und Moskau da jeweils so ein kleiner Zügel geschlossen wird, vom Startknoten in sich, vom Endknoten in sich. Und das wird hier ausgeschlossen. Das hätten wir auch anders mit der Destination machen können. Ich habe es mit Departure gemacht. Was hier steht ist, es geht keine Kante in Departure rein. Und damit sind diese zwei Zügel, einer in Lissabon und einer in Moskau, ausgeschlossen. Ist es jetzt die Modellierung? Haben wir damit unser kürzestes Pfadeproblem modelliert? Oder fehlt noch was? Na, lassen Sie die Zuhörer der Aufnahme nicht so lange warten. Sind noch irgendwelche Sachen, die wir nicht haben wollen, noch nicht ausgeschlossen? Wer ist der Meinung, dass irgendwas noch nicht ausgeschlossen ist? Okay, ja, negative Kantenlängen sind gemein. Kommt zum Glück in Navi nicht vor, also jedenfalls nicht, wenn Ihr Fahrzeug nicht relativistische Möglichkeiten nutzt. Das ist, ja, frage ich zurück an Sie. Wie sieht es mit negativen Kantenlängen aus? Also nehmen wir mal an, wir haben negative Kantenlängen.
Genau, absolut. Wir müssen eine Bedingung noch reinsetzen, die Zyklenbildung verhindert. Sie wollten was dazu sagen? Ja, sie hatten die Kanten als Flood Plus Arrays. Das heißt, das haben wir von vornherein ausgeschlossen, aber es ist trotzdem ein gewichtiger Einwand. Denn es gibt ja durchaus Anwendungen. Also denken Sie an Fahrzeuge mit Schwungrad, wo es um Energieverbrauch geht. Wenn das Ding bergab fährt, dann wird der Energieverbrauch negativ. Also es gibt Situationen, in denen negative Kantenlängen durchaus eine Rolle spielen können. Und Sie wollten noch was sagen? Ja. Okay, das ist ein interessanter Punkt. Sie haben gesagt, das ist ein interessanter Punkt. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, durch diese Bedingung hier wird erzwungen, dass in jedem Knoten nur einer rein und rausgehen kann. Was Sie damit verhindern, sind Zügel, die den Pfad berühren. Aber was Sie damit jetzt nicht verhindern mit dieser Bedingung, sind Zügel, die den Pfad nicht berühren, die einfach irgendwo so in der Weltgeschichte sind. Und die, wenn es negative Kantenlängen gäbe, tatsächlich, wenn der Gesamtzügel Gesamtlänge negativ hat, tatsächlich dann uns die Optimierung verfuschen würden. Sie wollten noch was sagen? Okay, das ist ein Argument. Also ich gebe zu, Schwungrad ist kein Beispiel dafür, leider kein Beispiel dafür, dass wir einen negativen Zyklus bekommen können, einen Zyklus mit negativer Gesamtlänge. Aber es gibt, Sie haben doch effiziente Graphenalgorithmen gehört, nicht? Also Ihnen sollten, Ihnen, dass wir auch Zyklus negativer Länge, Gesamtlänge haben können, sollte Ihnen vertraut sein. Gibt es in Anwendungen. Aber das ist eben der entscheidende Einwand. Zyklus negativer Länge oder Kanten negativer Länge erst einmal, aus denen dann Zyklus mit negativer Gesamtlänge entstehen könnten. Wenn das der Fall wäre, hätten wir ein Problem. Wir hätten sogar ein viel grundlegenderes Problem, denn kürzeste Wegeberechnung ist, wie Sie wissen, zunächst einmal, so wie Sie es bei EnergieD2 kennen, mit nicht negativen Kantenlängen, ist eine effizient lösbare Problemstellung. Algorithmus von Dijkstra. Den kürzesten Weg zu finden, in dem Fall, dass es negative Zyklus gibt, ist eine grundsätzlich komplexere Problemstellung, gehört zu einer Klasse von Problemstellungen, will ich nur mal ganz kurz hier erwähnen, wir werden später darauf zurückkommen, zu einer Klasse von Problemstellungen, die als NP-schwer benannt werden. Warum die so heißen, sage ich jetzt erstmal nicht. Aber das Kennzeichen dieser Problemstellung ist, das Kennzeichen von NP-schweren Problemstellungen ist, dass es zu jedem Algorithmus, den man sich überhaupt nur ausdenken kann, können Sie Beispiele von moderater Größe bauen, vielleicht 50 Knoten oder so etwas, auf denen dieser Algorithmus, den Sie sich ausgedacht haben, garantiert länger läuft, als das Universum dauern wird, wenn die Physiker halbwegs recht haben mit ihren Schätzungen. Also auch länger dauern wird als das nächste und das übernächste und so weiter Universum. Ja, dieser kleine Unterschied, ob es negative Zyklen geben kann oder nicht, macht diesen dramatischen Unterschied. Wenn es keine negativen Zyklen gibt, können Sie sehr effizient, nicht mit Dijkstra unbedingt, sondern mit Bellman-Ford oder Floyd-Warshall, können Sie den kürzesten Weg finden. Wenn es negative Zyklen gibt, haben Sie ein gewaltiges Problem, dann immer noch einen kürzesten echten Pfad zu finden. Weil Sie können ja, wenn Sie reinlaufen, können Sie ja natürlich immer kürzer und kürzer werden, je öfter Sie durchlaufen. Also einen zügelfreien, kürzesten Pfad zu finden, das ist ein gewaltiges Problem. So, also, solange diese Modellierung funktioniert nur, solange es keine Zügel negativer Länge gibt. Wenn es Zügel negativer Länge gibt, wissen wir auch nicht weiter. Zum Glück gibt es in der freien Wildbahn zwar Situationen, in denen es Zügel negativer Länge gibt, aber dann ist man mehr daran interessiert, diese Zügel negativer Länge zu finden, als an allem anderen. So, damit konnte ich Ihnen hoffentlich schon mal, das sind nochmal die ganzen Erklärungen, damit konnte ich Ihnen hoffentlich nochmal das näher bringen. Hier sehen Sie nochmal,
dass durch die Nebenbedingungen, die wir haben, ist dieses Bild nicht ausgeschlossen. Ein Pfad vom Start zum Ziel plus irgendwo in der Luft hängende weitere Zirkel. Ja? Machen Sie sich nochmal klar im Nachgang zu dieser Vorlesung, dieses Bild ist nicht, dieses Bild verletzt nicht die Nebenbedingungen. Vor allem nicht die Nebenbedingung, dass überall einer rein, einer raus oder keiner rein, keiner raus gehen kann. Eine Kante rein, raus oder null Kanten rein, raus. Was es aber verletzt ist, wenn es keine negativen Zügellängen gibt, ist es die Optimalität. Ja, die werden wegoptimiert, solche Zügel. Gut, damit haben wir dieses Beispiel schon mal durch. Vielleicht hier machen wir ein kleines einen Zwischenschritt. Wie funktioniert der Solver? Wir werden hin und wieder zu diesem Thema noch was sagen. Hier so eine gewisse Vorstellung. Es gibt verschiedene Solver, die verschiedene algorithmische Strategien verfolgen. Wir betrachten hier auf diesen paar Folien jetzt den Solver, für den wir Ihnen dann auch die Lizenzen anbieten, iLog. Aber so ganz anders funktionieren andere Solver auch nicht. Die grundlegende Strategie, Backbone, also Rückgratstrategie, wenn man es wörtlich übersetzen will, die grundlegende Strategie ist immer die, dass so nach und nach der Lösungsraum in immer kleinere und kleinere Teile zerlegt wird und wir versuchen diese Zerlegung eigentlich zu verhindern, nämlich wann immer wir einen Teil des Lösungsraums haben, gucken wir, ob wir nicht sagen können, diesen Teil des Lösungsraums brauchen wir uns nicht weiter ansehen. Was das heißt, gucken wir uns jetzt hier weiter an. Was heißt, den Lösungsraum in immer kleinere Teile zu zerlegen? Das heißt zum Beispiel, Sie haben eine Kante und Sie sagen, im einen Teil des Lösungsraums ist diese Kante 1 und im anderen Teil des Lösungsraums hat diese Kante Wert 0. Also ist drin oder ist nicht drin. Ja? Das ist eine typische Partitionierung des Lösungsraums in zwei Teile. Und Sie zerlegen das dann noch weiter, indem Sie sich die nächste Kante hernehmen und sagen, ja gehört rein, nein gehört nicht rein, ja gehört rein, nein gehört nicht rein. Das heißt also, wir nehmen den Wertebereich einer Variablen und teilen sie in zwei oder mehr, also one or more subranges macht keinen Sinn, also zwei oder mehr Teilbereiche rein. Das heißt also, wir haben zwei Teilprobleme, bei denen jeweils diese Variable, wenn es nur 01 Variable ist, gar keine Variable mehr ist, sondern festgelegt 0 oder 1. Es könnte auch eine Variable sein, beispielsweise mit Bereich 0 bis 10. Dann sagen wir, alles kleiner gleich 5 ist der eine Teil, alles größer gleich 6 ist der andere Teil. So, und jetzt ist die große Kunst dieser Löser besteht darin, möglichst gut festzustellen, dass wir irgendwelche Teilprobleme gar nicht betrachten müssen, um zu einer Optimallösung zu kommen. Hier ist ein einfaches Beispiel, wie solche Sachen funktionieren. Habe ich mir selbst ausgedacht. Ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, weiß ich nicht. Also es ist ein künstliches Beispiel. Ein einfaches Beispiel, rein künstlich und hoffentlich instruktiv, hoffentlich illustrativ, gibt Ihnen hoffentlich einen Eindruck. Ja? Wir haben zwei Variablen mit Wertebereichen jeweils 1 bis 9, x aus 1 bis 9 und y aus 1 bis 9. Und wir haben zusätzliche Bedingungen. Wir haben die Bedingung, dass x plus y zusammen 9 sind. Und wir haben die Bedingung, dass 2x plus 4y gleich 24 sind. Und damit der Lösungsraum insgesamt leer ist, habe ich noch eine weitere, es geht ja um ein illustratives Beispiel, habe ich noch die Bedingung x kleiner 2y eingeführt. So, jetzt kann eine ganze Menge, jetzt kann so ein Löser, auch wenn er sehr dumm ist, eine ganze Menge damit anfangen. Wir haben Wertebereich von x 1 bis 9 und wir haben Wertebereich von y 1 bis 9 und wir nehmen eine dieser beiden Bedingungen her, 2x plus 4y gleich 24. Daraus kann auch ein stupider Löser
sofort schließen, dass y nicht 1 sein kann. Das geht nicht auf. Egal welchen Wert x hat, selbst wenn x den Wert 9 hat, also hier 18 vorne steht, plus 4 mal 1, das geht nie und nimmer in die 24. Also y muss größer gleich 2 sein. X aus einem ähnlichen Argument heraus muss kleiner gleich 8 sein. Wenn x 9 wäre, dann stünde hier also 18 plus 4 mal 2 als mindestens. 18 plus 8 ist schon größer als 24, geht nicht. Und aus einem ähnlichen Argument heraus muss y kleiner gleich 6 schon mal sein, also schon ein großes Stück abgeschnitten. Warum muss y kleiner gleich 6 sein? Weil wenn y 7 beispielsweise wäre, dann stünde hier schon die 28. Und das geht nie und nimmer auf, noch eine positive Zahl dazu addieren, um zu 24 zu kommen. Ja, also allein schon unter Zuhilfenahme dieser Bedingung können wir den Bereich von y stark und den Bereich von x ein bisschen einschränken. Jetzt nehmen wir uns die nächste Bedingung dazu. X plus y gleich 9. Und das sind die beiden schon reduzierten Wertebereiche aus dem ersten Schritt. So, jetzt kann man schon mal schlussfolgern, dass x größer gleich 3 sein muss. Dann wäre x 1 oder 2, dann ginge das niemals mit y kleiner gleich 6 auf, dass hier eine 9 rauskommt. Und man kann auf der anderen Seite schlussfolgern, dass x kleiner gleich 7 sein muss. Dann wäre x gleich 8, ginge ebenfalls nicht auf, dass y mit y zusammen addiert 9 herauskommt, weil y mindestens 2 sein muss. Nächster Schritt. Jetzt wissen wir also, dass x im Bereich 3 bis 7 und y im Bereich 2 bis 6 sein muss. Jetzt nehmen wir uns wieder die erste Bedingung her, die wir jetzt vorher schon mal ausgewertet hatten. Jetzt können wir diese Bedingung nochmal auswerten und können feststellen, x muss und zwar auch nochmal auswerten auf Basis der neuen Wertebereiche. Dadurch, dass y inzwischen eingeschränkten Wertebereich hat, können wir auch den Wertebereich von x nochmal einschränken. Denn mit diesem eingeschränkten Wertebereich von y kann x unmöglich 3 sein. Das geht nicht auf. 2 mal 3 ist 6. Y, warum geht das nicht auf? Hier steht eine 6. 4 mal, ach so, weil es nicht durch 4 teilbar ist. Wenn hier x gleich 3 wäre. Das kann die Summe nicht durch 4 teilbar mehr sein. So, aus einem anderen Argument, mal gucken, was für ein Argument, kann man schlussfolgern, x kann nicht 7 sein. Ja, aus demselben Argument, wenn x 7 wäre, dann stünde hier eine Zahl, die nicht durch 4 teilbar ist, die 14. Diese Zahl ist auf jeden Fall durch 4 teilbar, 4 mal y, hier ist auch durch 4 teilbar, klappt nicht. Und aus ähnlichen Argumenten, hier muss y größer gleich 3 und y kleiner gleich 4 sein. Warum ist y größer gleich 3? Wenn y 2 wäre, stünde hier 8. Wie geht es jetzt weiter? Wenn hier 8 steht, müsste hier 16 stehen. 2 mal x gleich 16 geht nicht, da x höchstens 7 ist. Y kleiner gleich 4, also Sie sehen schon deutliche Einschränkungen bei y. Y muss kleiner gleich 4 sein. Warum? Wenn y 5 wäre, stünde hier 20. Und dann, egal wie x aussieht, das wird schon viel zu groß, viel größer als 24. Geht also alles auch nicht. So, damit haben wir x und y, die Wertebereiche, schon deutlich eingeschränkt, nicht? Und jetzt geht es natürlich immer einfacher. Jetzt nochmal die andere Bedingung, x plus y gleich 9. Daraus kann man immerhin noch wenigstens schlussfolgern, dass x größer gleich 5 sein muss. Warum? Wenn x gleich 4 wäre, y ist höchstens 4, kann ich zusammen 9 ergeben. Also nochmal reduziert, nochmal die andere Bedingung dazu genommen. X kann nicht 5 sein. Warum nicht? Wenn x gleich 5 wäre, stünde hier 10. Lässt sich aber, also, aber das lässt sich durch 4 teilen, die 4y, und 24 lässt sich durch 4 teilen, die 10 lässt sich nicht durch 4 teilen, klappt nicht. Und y muss 3 sein, denn wenn y hier 4 wäre, stünde hier 16, dann wäre das hier 8. 2 mal x ist 8, geht nicht mehr. So, also x gleich 6 und y gleich 7, Entschuldigung.
Und jetzt kommt noch die Bedingung dazu, die ich einfach mutwillig noch hinzugefügt habe, x kleiner 2y. Und damit haben wir einen Widerspruch. Was heißt Widerspruch? Widerspruch heißt, die Lösungsmenge ist die leere Menge. Das ist jetzt ein künstliches Beispiel natürlich nur, um Ihnen so die Logik klarzumachen. Und natürlich habe ich jetzt hier didaktisch aufbereitet den Weg durch diese dadurch, sodass das gut rausgeht. Da war eine Wortmeldung. Ja? Okay. Die Frage war, ob hier nicht schon erkannt werden müsste, dass y kleiner gleich 5 sein muss. Hängt davon ab, wie dämlich der Solver ist. Also ein Mensch bei einem Intelligenztest sollte das erkennen. Ob der Solver das erkennt, Sie wissen ja, dass das Software nicht unbedingt schlau ist, nur das tut, was ihm gesagt wurde. Wenn er so schlau programmiert worden ist, erkennt das. Wenn er nicht so schlau programmiert worden ist, erkennt das halt nicht. So, also, was ich gegenüber einem automatischen Solver hier voraus habe, ist natürlich, dass ich genau sehen kann, wie wir hier vorgehen sollten. Was ein Solver mir voraus hat, ist die Rechengeschwindigkeit, mit der er natürlich viel, viel mehr machen kann, als nur diesen einen Pfad zu folgen. So, das konnte Ihnen hoffentlich einen Eindruck geben. Das ist natürlich der Idealfall, dass wir feststellen können, wir brauchen diese Teilmenge des Lösungsraums nicht weiter betrachten, weil wir konnten ableiten, dass dieser Lösungsraum leer ist. Andere Alternative ist, dass der Löser an einer Stelle sagt, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn wir schrittweise weiter partitionieren, ja, dann wird das natürlich exponentiell groß. Und das ist keine gute Idee. Wenn wir von richtigen Größenordnungen reden, wie beispielsweise hier bei Größenordnung europäisches Straßennetz, ist es natürlich keine gute Idee. Der Lösungsraum ist exponentiell groß, den wirklich durchzulaufen. Ne? Sondern was dann eher dann passiert ist, wenn man dass frühzeitig dann geschaut wird, ob es nicht Sinn macht, das weitere Verästeln sein zu lassen und dieses Teilproblem jetzt irgendwie anders algorithmisch zu behandeln. Das sind dann letztendlich die wirklichen Erfolgsbringer, dass zum Beispiel versucht wird, schrittweise zu einer linearen Bedingung hin zu branchen, hin zu verzweigen. Ich will Ihnen das an einem einfachen Beispiel erläutern. Wir hatten ja Implikationen. Wenn Sie als einfache Implikation haben, zwischen zwei Variablen, wenn x gleich 1 ist, dann ist y gleich 1. Ja, sowas vielleicht in der Form. So, wie sieht dieser Lösungsraum aus, wenn XY 01 sind? XY aus 01. Wie sieht hier der Lösungsraum aus? Wie machen wir das jetzt am besten? Nee, machen wir mal so. X kleiner gleich 1, daraus folgt y kleiner gleich 1 und xy sind reell. Wie sieht jetzt der Lösungsraum aus? Sie haben hier für x irgendwo den Wert 1 und Sie haben hier für y irgendwo genauso den Wert 1. Vielleicht sollte ich das, damit das übliche Koordinatenachsen sind, eher 0, eher kleiner gleich 0 jeweils setzen. So, was gehört alles zum Lösungsraum? Wenn x nicht kleiner gleich 0 ist, Sie wissen, wenn die Prämisse falsch ist, dann ist die Implikation richtig. Das heißt also x größer 0, dieser ganze Bereich gehört dazu.
Und wenn x kleiner gleich 0 und y kleiner gleich 0 ist, dann gehört dieser Bereich ebenfalls noch mit dazu. Aber dieser Quadrant hier oben gehört nicht mehr mit dazu. Das ist natürlich hochgradig nicht linear. Wenn Sie aber jetzt einen Schritt weitergehen, das Zerlegen in zwei Fälle, einerseits den Fall x gleich 1 und einerseits, nee, x, Entschuldigung, wir sind jetzt bei kleiner gleich 0, x kleiner gleich 0, beziehungsweise x nicht kleiner gleich 0, diese beiden Fälle, dann haben Sie zwei Fälle. Wenn x kleiner gleich 0 ist, dann reduziert sich das Ganze. Wenn x kleiner gleich 0 ist, dann reduziert sich das Ganze auf die Bedingung y kleiner gleich 0. Und wenn x nicht kleiner gleich 0 ist, dann kann y beliebig sein. Ja, Sie haben zwei lineare Fälle, auf die Sie hingebranscht haben, wo Sie den Lösungsraum zerlegt haben, indem Sie x einerseits die Teilmenge des Lösungsraums betrachtet haben, wo x kleiner gleich 0 ist, und auf der anderen Seite dann die Teilmenge des Lösungsraums betrachten, wo x nicht kleiner gleich 0 ist. An x ist dann kein. Diese Bedingungen fallen dann weg, die sind ja sozusagen in dem Teilmenge schon drin. Und innerhalb dieser Teilprobleme haben Sie einerseits die Bedingung y kleiner gleich 0 und zum anderen gar keine Bedingung mehr an y. So, und das nehme ich jetzt wieder auf. Ich werde mich mit diesem Gerät nie zurechtfinden. Ja, ich hätte jetzt nicht so in die Breite gehen sollen. Naja, doch, ist noch gut lesbar. Ja, würde ich sagen, ist gut lesbar. Gut. Also, Sie sehen, dass hinter dieser Verästelungsstrategie durchaus interessante Möglichkeiten stecken, wie man das algorithmisch lösen kann. Denn wenn wir jetzt lineare Bedingungen nur noch haben, für den Fall, was heißt linear? Das heißt, also im Grunde gehen wir mal zurück zu den kürzesten Wegen. Alle Bedingungen, die Sie hier gesehen haben, sind lineare Bedingungen. Sie haben nur gleich, kleiner, größer. Ja, stimmt nicht ganz. Ungleich haben Sie hier. Stimmt nicht, Sie haben hier ein Ungleich. Das macht die Sache nicht linear. Aber Sie haben lineare Terme auf beiden Seiten. Ja? Sie haben eine Summe bestehend aus Variablen und Koeffizienten. Das ist genau, was Sie aus der Linearalgebra her kennen. Eine Summe aus Variablen und Koeffizienten. Aber was nicht mehr linear ist, ist Variablenwert mal Variablenwert zum Beispiel. Das wäre dann quadratisch schon. Gut, aber wenn man den linearen Fall hat, wenn man das in. Wo sind wir denn jetzt geblieben? Achso, wir sind. Hä? Wo bin ich denn jetzt geblieben? Hilfe! Wie bin ich denn jetzt so weit nach vorne gekommen? Hä? Hä? Wie bin ich denn jetzt da so weit nach vorne gekommen? Ich bin immer weiter nach hinten gegangen und bin jetzt plötzlich ganz vorne. Also, hier spukt's. So, das haben wir schon gesehen. Wird natürlich alles noch mit aufgenommen, damit ich mich schön blamiere vor der Welt. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, mich hat letztens jemand eigentlich gefragt, auf einem Workshop zu solchen Themen wie Vorlesungsaufzeichnungen, oder hat in die Runde gefragt, was bringt es eigentlich, einen Dozenten solche Vorlesungsaufzeichnungen zu machen? Die Antwort ist, ja, es bringt nur eine Menge mehr Arbeit, es bringt eine Menge mehr Prüfungen mit sich, weil etliche Leute den Kurs belegen, die nicht hier sitzen, sondern sich nur die Vorlesungsaufzeichnung anschauen. Und es gibt jeden Tag die Gelegenheit, sich zu blamieren. Mit Fehlern oder in den Folien oder mit anderen Problemen. So, gut, also jetzt sind wir hier. Also insbesondere der Fall, dass alle Nebenbedingungen linear sind,
lässt sich sehr viel besser handhaben als der allgemeine Fall. Dafür gibt es richtig gute Löser. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, müssen Sie in die Optimierungsveranstaltung im Fachbereich Mathematik gehen. Das ist dann nicht mehr mein Bereich. So, man kann auch noch eine Menge mehr dabei machen. Das will ich nur kurz ansprechen. Das sind wirklich Dinge, wo man dann anfangen muss, mit seiner Erfahrung zu machen und dann mit seinen Erfahrungen dann herumzuhantieren. Zum Beispiel, wenn man zerlegt, wenn man Variablen wählt, um anhand dieser Variablen den Lösungsraum in Teilmengen zu zerlegen, dass man zum Beispiel, dass man insbesondere sich sehr sorgfältig überlegt, welche Variable man jetzt jeweils in jedem Schritt hernimmt, um möglichst gut den Lösungsraum in zwei Teile zu zerlegen, den noch verbliebenen Lösungsraum weiter in zwei oder mehr Teile zu zerlegen. Das finden Sie in der Literatur unter dem Stichwort Variable Ordering. Da gibt es Unmengen an Literatur, was man gut und was man schlecht, in welcher Situation man was wie machen sollte. Wenn Sie sich jetzt für eine Variable entschieden haben, so wie wir uns hier fürs x entschieden haben, einerseits x kleiner gleich 0 und andererseits x nicht kleiner gleich 0, dass Sie sich vorher dann überlegen, welche der beiden Zweige ist jetzt der aussichtsreichere, dass wir da zu einer sehr guten Lösung, zur Optimallösung kommen und diesen Zweig dann entsprechend dann als erstes wählen, dass Sie dem Solver sagen, dieser Zweig soll vor dem anderen Zweig durchsucht werden. Und es gibt programmiersprachlich, ja, ich sage wieder, Programmiersprache ist natürlich falsch, es gibt Sprachkonstrukte in OPL und auch in anderen Sprachen, wo man solche Sachen eben kontrollieren kann, mit denen man solche Sachen kontrollieren kann. So, solche algorithmischen Strategien, ups, diese Folie muss ich mal updaten. Die Lehrveranstaltung heißt inzwischen Optimierungsalgorithmus, aber was bleibt ist, Optimierungsalgorithmen, aber was bleibt ist, dass es in jedem Wintersemester ist. Dort betrachte ich allgemeine algorithmische Strategien. Also im Gegensatz zu dem, was Sie aus der GDI2, was Sie dort gesehen haben, dort in der GDI2 war es so, Sie haben ein einzelnes Problem, wie sortieren, und ein Algorithmus, der kann sortieren, der kann beliebig gut sortieren, beliebig schnell sortieren, aber sonst kann er nichts. Was wir hier betrachten, sind allgemeine algorithmische Strategien, die für eine große Klasse von algorithmischen Problemstellungen darauf anwendbar sind. Nur natürlich dann nicht mehr so tolle Laufzeiten haben, insbesondere solche Laufzeitgarantien, wie Sie das aus der GDI2 gewohnt sind, bei Sortieren und kürzesten Wegen und so weiter. Das biete ich in jedem Wintersemester an. Parallel dazu eine Veranstaltung effiziente Graphenalgorithmen, hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, die sich dann eher an die Logik von der GDI2 anschließt, die sozusagen eine Fortsetzung der GDI2 mit weiterführenden Themen ist. So, damit sind wir mit unserem Gang durch OPL aber auch schon durch. Also Sie werden sich sehr intensiv in den Übungsaufgaben mit OPL beschäftigen. Ich darf nochmal daran erinnern, ich habe hier die DVDs. Aber algorithmische Modellierung ist viel, viel mehr als nur Formulierung von Problemstellungen aus der realen Welt in einer solchen Spezifikationssprache. Ein weiterer Aspekt, den wir jetzt in dem nächsten beiden Abschnitten 3 und 4 betrachten werden, ist, dass Sie eine Problemstellung nicht zurückführen auf eine Modellierungssprache, sondern auf eine andere Problemstellung. Sie haben eine Problemstellung aus der Praxis, für die Sie erstmal noch keine Ahnung haben, wie Sie daran gehen sollen. Aber durch scharfes Hinsehen stellen Sie fest, Moment, das ist von seiner ganzen Struktur her aber ein Problem, das ich schon kenne und für die es wunderbar effiziente Algorithmen gibt. Das werden wir jetzt in diesem Abschnitt, jetzt in Abschnitt 3, betrachten, ganz konkret für eine Zielproblemstellung, die sehr, sehr oft die Möglichkeit bietet, völlig andere Problemstellungen auf diese Problemstellung zu reduzieren. Ein Beispiel
haben Sie beim letzten Mal schon bei meinem kleinen Rundgang gesehen. Wir werden danach in Abschnitt 4 dann das noch variieren, dass das, worauf wir es zurückführen, dann unterschiedliche Problemstellungen sind. Aber erst einmal, ein kürzeste We Pfade ist ein wunderschönes Beispiel für eine Problemstellung, die so einfach ist, dass man sie jedem Kind erklären kann, also im Zeitalter von Navis im Auto sowieso. Aber auch vorher hätte man das jedem Kind erklären können, die Problemstellung. Aber es bietet sich reichhaltige Möglichkeiten, andere Problemstellungen auf diese zurückzuführen. Erstmal allgemein, was heißt Reduktion eines Problems? Reduktion eines algorithmischen Problems auf ein anderes. So, da mache ich dann doch noch mal ein Bild an der Tafel. So. So wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige, der die Tafel nutzt. Aber ich glaube, es sind nicht mehr allzu viele, oder? Ich denke auch in diesem Raum, ich weiß nicht, wie es war, aber ich denke auch in diesem Raum wird es früher hier und hier mindestens insgesamt 6 oder vielleicht sogar 9 große Tafeln gegeben haben, sodass man eine vollschreiben kann nach oben, nächste vollschreiben nach oben und so weiter und so fort, sodass sie die gesamte, sagen wir mal, mindestens die Hälfte der Vorlesung dann sozusagen als 6 oder 9 Tafel im Überblick haben. In diesen guten alten Zeiten habe ich noch studiert, hatte seine Vorteile, hatte seine Nachteile. Also Nachteil war natürlich, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es gab mal eine Zeit, als man noch nicht mit dem Handy Fotos machen konnte. Das gehört in diese Zeit hinein. So, ich habe ein Problem X und bei dem bin ich ein bisschen ratlos. Weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe aber ein anderes Problem Y. Und was ich sehr gut kenne, weil ich in der GD2 aufgepasst habe oder sonst wo aufgepasst habe. Und ich erkenne durch scharfes Hingucken, dass Problem X und Problem Y sehr viel miteinander zu tun haben. So viel miteinander zu tun haben, dass ich eine beliebige Eingabe von X also Instance heißt Verschiedenes im Englischen, heißt natürlich auch Instanz, aber heißt auch Beispiel und ist das übliche Wort, im Gegensatz zu Example ist Instance das übliche Wort in der Informatik, um ein Eingabebeispiel zu benennen. Also wir haben eine Eingabe für X oder von X, was sagt man da? Vielleicht von X besser. Und die lässt sich transformieren in eine Eingabe von Y. Dafür haben wir einen guten Löser. Dafür haben wir einen guten Algorithmus. Ja, wir werden die Variante von, wo der Dijkstra-Algorithmus anwendbar ist, hier insbesondere zugrunde legen. Ich brauche Ihnen hoffentlich nicht zu sagen, wie gut dieser Löser ist. Hier haben wir dann eine Lösung für die Eingabe von Y. Und dann muss es noch eine Rückübertragung geben, um daraus eine Lösung für die Eingabe von x zu machen, sodass wir also indirekt mit diesem kleinen Umweg einen Löser haben, der aus einer Eingabe von x eine Lösung für diese Eingabe
Ich sollte noch mal genau Lösung für diese Eingabe von y und Lösung für diese Eingabe von x schreiben, damit es da keine Missverständnisse gibt. Sonst ist das Ganze natürlich witzlos. So, jetzt kommt wieder die multimediale Aufrüstung. Vielleicht das da hinten weg. So, dass das nicht stört. Ja, ich denke, das kann man gut lesen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Gut. Also kann man jedenfalls besser lesen als mit der Kamera vom Aufzeichnungsset. Das so viel lässt sich schon mal sagen. Gut, das ist das, was wir hier haben. Hier ist noch der Punkt. In diesem Abschnitt, Abschnitt 3, ist y, dieses Problem, auf das wir alles Mögliche zurückführen, das kürzeste Pfadeproblem. Und wir werden sehen, dass es eine überraschend große Klasse von algorithmischen Problemen gibt, die man reduzieren kann auf das kürzeste Pfadeproblem. Auch das kürzeste Pfadeproblem ist nur ein Beispiel, aber ein besonders instruktives und hoffentlich auch halbwegs interessantes Beispiel. So, wir sollten noch mal genau klären, was wir mit dem kürzesten Pfadeproblem hier meinen. Welche Variante? Sie haben in der GD2 gesehen, dass es verschiedene Varianten des kürzesten Pfadeproblems gibt. Was wir meinen, ist diese Variante. Gegeben ist ein Graph, der kann gerichtet oder ungerichtet sein, ist uns eigentlich letztendlich egal. Wir denken uns den immer ohne Einschränkung als gerichtet. Also wenn Sie eine ungerichtete Kante haben, können Sie die ja durch die zwei einander entgegengesetzten gerichteten Kanten jeweils mit derselben Kantenlänge auch ersetzen. Und wir haben Start- und Zielknoten. Ja, also das kriegen Sie natürlich mit dem Algorithmus von Dijkstra auch raus. Wenn Sie von einem Startknoten zu allen Knoten einen kürzesten Pfad kriegen, kriegen Sie natürlich vom Start zum Zielknoten auch einen kürzesten Pfad. So, das ist die Variante, eine sehr effizient lösbare Variante. Und ich weiß nicht, inwieweit es bei Ihnen in der GDI2 thematisiert worden ist, aber wenn Sie beispielsweise im europäischen Straßennetz, wenn das Ihr Kartenmaterial ist und Sie wollen von Darmstadt nach Frankfurt eine Verbindung raussuchen, dann sind die Algorithmen natürlich nicht so dämlich wie die Grundversion von Dijkstra, dass sie bis Lissabon und Bergen und Istanbul oder wie, wo immer man das Ende von Europa definiert. Oder nehmen wir mal an, das gesamte Kartenmaterial von Europa, Asien und Afrika, was da eben zusammenhängt ist. Also bei einer Suche von Darmstadt nach Frankfurt wird der Standardalgorithmus von Dijkstra bis Kapstadt und bis Singapur suchen. Aber Sie können sich vorstellen, dass diese Standardvariante nicht implementiert ist, sondern eine Variation, die aufhört, sowie die Distanz zu Ihrem Endpunkt in Frankfurt versteht. Also nur ein ganz kleiner Kreis rund um Darmstadt ist überhaupt durchsucht worden. So. Was sehen wir? Was ist ein Pfad für uns? Das haben wir schon so modelliert in unserer OPL-Spezifikation des kürzesten Pfadeproblems, nämlich als eine Sequenz von Kanten. In ungerichteten Graphen müssen zwei aufeinanderfolgende Kanten einen gemeinsamen Endknoten in der Mitte haben und in gerichteten Graphen ist die Bedingung etwas schärfer, nämlich der Endknoten einer Kante muss der Startknoten der nächsten Kante sein. Die Länge eines Pfades brauchen wir nicht weiter zu thematisieren. Kennen Sie, ist die Summe der Werte, der Längen aller Kanten, die zu diesem Pfad gehören. Und ein kürzester Pfad von einem Startknoten zu einem Zielknoten ist ein Pfad, sodass kein anderer Pfad kürzer ist. Klingt ein bisschen bürokratisch, so richtig juristisch, ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ein Pfad, sodass kein anderer Pfad kürzer ist. Aber ist eigentlich die bündigste Definition, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sie sich klar machen sollten immer, dass es nicht nur einen kürzesten Pfad gibt. Beim Navi gibt es manchmal die Situation, ja, das kennen Sie, Sie fahren in die falsche Richtung weiter
Und er sagt, gibt ihnen dann sofort eine andere Alternative an. Dann wissen sie, diese beiden Alternativen, die sie ausgeschlagen haben und die sie ihnen jetzt angibt, sind praktisch gleich lang gewesen. Sonst würde er nicht sofort umschlagen von einer Alternative zur anderen. So, der kürzeste Pfad muss nicht eindeutig bestimmt sein. Er kann, muss nicht einzigartig sein. Es kann mehrere kürzeste Pfade geben. So, erstes Beispiel haben wir schon already discussed in some depth. Brauchen wir jetzt nicht mehr weiter durchzugehen. Vielleicht nur diese Kleinigkeit, so als kleine Aufwärmübung nur. Mehr ist das nicht. Hatten wir das schon beim letzten Mal betrachtet, dieses Bild? Ich glaube nicht, oder? Nee. Dieses einfache Beispiel ist sehr instruktiv, sollten Sie also ein bisschen beherzigen, sich klar zu machen, gehen wir nochmal zurück, wenn das die Zielproblemstellung ist, dann ist das eben die Zielproblemstellung. Ja? Hier gibt es, in dieser Zielproblemstellung gibt es keine Möglichkeit auszudrücken, dass man nicht nach rechts abbiegen darf. Gibt es einfach nicht. Ja, das ist die Zielproblemstellung. Dafür, für exakt diese Zielproblemstellung, gibt es einen effizienten Algorithmus. Und wenn Sie anfangen, jetzt noch weitere Bedingungen reinzunehmen, wie darf an der Kreuzung darf man nicht nach rechts abbiegen und so weiter, dann ist das nicht mehr die Zielproblemstellung und damit ist auch dieser Algorithmus, dieser effiziente Algorithmus nicht mehr anwendbar. Ja? Das hier können Sie nicht eins zu eins lösen mit dem Algorithmus von Dijkstra, denn der Algorithmus von Dijkstra bietet keine Möglichkeit, irgendwelche Abbiegungen zu verbieten. Aber was Sie tun können, ist, die Problemstellung ein klein bisschen aufzublähen, paar Knoten und ein paar Kanten mehr zu spendieren und dafür zu sorgen, dass das Ganze doch wieder in das ursprüngliche Modell reinpasst. Nämlich, gucken wir uns mal an, wenn wir, Sie sehen hier, wir haben für diese Kreuzung insgesamt 8 Knoten. Und nämlich für jede Einmündung einen Knoten und für jede Rausfahrt aus dieser Kreuzung einen Knoten. Und jetzt gibt es Verbindung zwischen diesen 8 Knoten, sodass diese verschiedenen Abbiegemöglichkeiten realisiert sind. So, zum Beispiel darf man von hier aus in alle Richtungen, das geht hier, Sie kommen hier an und haben nach da eine Kante, nach da eine Kante und nach da eine Kante. Hier, wenn Sie von hier rechts kommen, haben Sie nur die Möglichkeit nach links abzubiegen, das ist realisiert, Sie kommen über diese Kante und haben nur diese Kante, um weiter zu gehen, keine anderen Kanten und so weiter. Das heißt, Sie haben die Problemstellung reduziert. Tatsächlich jetzt nochmal mit diesen Schritt mussten Sie noch tun, zusätzlich tun, um die Problemstellung X, die Sie eigentlich haben, zu reduzieren auf die Problemstellung Y, für die Sie einen effizienten Algorithmus haben. Sieht jetzt primitiv aus, ist es auch, aber es hat eine Botschaft, die Ihnen in den weniger primitiven Situationen wieder begegnen wird. Das nächste, was ich jetzt nur ganz kurz ansprechen werde, ist fahrplangebundener Verkehr. Die Situation sieht natürlich völlig anders aus. Aber auch völlig anders. Denn Sie haben jetzt bei fahrplangebundenem Verkehr, etwa bei Fernzügen, so wie in diesem Bild angedeutet, haben Sie das Problem, dass Sie jetzt nicht einfach von einer Straße auf die andere abbiegen können, wie es Ihnen behagt, sondern Sie müssen warten, bis der andere Zug fährt. Und unter Umständen müssen Sie so lange warten, dass es falsch war, hier lang zu fahren. Da müssen Sie vielleicht 2 Stunden warten. Wenn Sie woanders lang gefahren wären, müssten Sie vielleicht nur 1 Stunde warten und wären schneller am Ziel. Wir haben jetzt eine dritte Dimension drin, die uns Kummer macht, nämlich die Zeit. Sie haben auch bei Straßennetzwerken potenziell die dritte Dimension drin, aber in einer sehr einfach handhabbaren Form, eben Stichwort Rush Hour. Ja? Wenn Sie von Darmstadt nach Frankfurt oder noch besser von Frankfurt nach Darmstadt um 17 Uhr an einem Werktag fahren, dann stellt sich die Situation völlig anders dar, als wenn Sie nachts um 3 fahren.
glaube ich mal so, nicht? Also, aber das ist handhabbar, indem sie eben die Kantenlängen entsprechend durch Erfahrungswerte nach der Uhrzeit variieren. Hier haben wir eine grundsätzlich andere Situation und die macht uns richtig viel Ärger. Hier will ich Ihnen ein Beispiel auch nochmal nennen für den Ärger, den uns das Ganze macht. Was heißt Ärger? Herausforderungen natürlich. Sie kommen hier, jeder senkrechte schwarze Strich ist ein Bahnhof. Ja, künstliche Bahnhöfe. So, und Sie sehen hier Ankunftsereignisse wie dieser Knubbel hier, Abfahrtsereignisse wie hier. Ja, stellen Sie sich vor, Frankfurt Main Hauptbahnhof. Sie kommen an mit einem Zug und Sie können diesen Zug nicht mehr erreichen, weil Sie kommen auf Gleis 1 an und dieser Zug fährt auf Gleis 22. Ja, die 7 Minuten Umstiegszeit, mit der die Bahn rechnet, im Frankfurt-Main-Hauptbahnhof ist unterschritten. Aber dieser Zug hier fährt auf Gleis 2 ab, auf demselben Bahnsteig. Sind 1 und 2 selber Bahnsteig? Sie wissen, was ich meine. Der fährt auf demselben Bahnsteig ab wie Ihr ankommender Zug. Der fährt später ab, ist aber noch erreichbar für Sie, weil er auf demselben Bahnsteig ist. Und genauso rechnet die Bahn auch mit ihren minimalen Umstiegszeiten zur Berechnung von Fahrverbindungen. Wenn zwei Züge auf demselben Bahnsteig oder noch besser auf demselben Gleis ankommen, dann sind das bei so großen Bahnhöfen sehr viel kürzere Umstiegszeiten noch möglich, als wenn sie weit auseinander liegen. So, aber das ist eine Situation, die im Algorithmus von Dijkstra nicht möglich ist. Ja? Mit denen der Algorithmus von Dijkstra nicht klarkommt. Sie können dem Algorithmus von Dijkstra nicht sagen, er darf diese Kante, wenn Sie von da kommen, dürfen Sie diese Kante nicht nehmen, aber diese spätere Kante dürfen Sie schon nehmen. Das können Sie dem Algorithmus von Dijkstra nicht sagen. Sonst, weil der alle Kanten, die er erreichen kann, nimmt er auch. Wir werden das nächstes Mal im Detail betrachten, aber ups, wo geht das? Hier mit einer kleinen Verkomplizierung, so wie eben beim Straßennetzwerk, kriegt man das Problem doch wieder ins Modell rein. So, an dieser Stelle möchte ich aber für heute abbrechen. Würde mich freuen, Sie nächstes Mal wiederzusehen. Bis dann.